Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Online-Koch-Event mit Weinprobe. Ich bin Marianne Öffinger, Ernährungsberaterin und Personal Trainerin hier im Studio Stefanie Lutrelli. Und ich freue mich sehr, heute mit der Stefanie und mit Ihnen zusammen ein leckeres Menü zu kochen. Salve a tutti, mein Name ist Stefanie Lutrelli, ein herzliches Willkommen an alle und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich auch sehr, zusammen mit der Marianne Öffinger und Ihnen heute Abend zusammen zu kochen. Ein leckeres, gesundes italienisches Menü. Begleitet und getoppt wird das Ganze von einer leckeren Weinprobe zusammen mit dem Philipp Edel, der die Weinprobe moderiert. Und ich würde sagen, wir stellen jetzt gleich mal das Menü vor. Sehr gerne. Wir starten, oder unsere Vorspeise, er startet mit einer frischen Tomatensuppe mit veganem Cashew-Parmesan, den wir selber machen. Ja, und der Hauptgang wird dann sein Pasta alla verdure, das heißt Spaghetti mit Gemüse. Wir werden die Spaghetti ein bisschen variieren und dazu eine ganz leichte Beilage dazu machen und das wird richtig, richtig lecker. Und abschließend machen wir zum Schluss noch ein leckeres Dessert, eine Schoko-Avocado-Dolce. Ich bin ja Dessert-Fan, das heißt, ich freue mich sehr darauf, eine gesunde Alternative zu einer leckeren Schokocreme. Legen wir los, oder? Ja, ich würde auch sagen. Gut. Der Magen knurrt schon. Es wird Zeit, dass wir hier in die Gänge kommen. Okay, im Vorfeld haben wir schon einiges vorbereitet. Und zwar, wir haben hier schon zwei Töpfe mit Wasser bereitgestellt, haben die auch schon zum Kochen gebracht. Das steht jetzt, ruht, wartet auf den nächsten Schritt. Wir haben im Vorfeld schon die Zwiebeln geschnitten, den Knoblauch gepresst. Wir haben hier die Pinienkörner, wir haben die Datteln schon ins Wasser eingelegt. Die Tomaten gewaschen, den nächsten Schritt machen wir hier gemeinsam. Die Karotten geschält, ich denke soweit alles. Die Gewürze bereitgestellt, Öl, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, alles bereitgestellt. Wie im Rezept vorgegeben. Die Cashewkörner liegen bereit. Dann haben wir abgewogen. Die Spaghetti haben wir hier. Die Avocado ist noch, wie sie auf die Welt kam, sage ich mal. Und dann haben wir hier den Basilikum. Alles natürlich hier bio und möglichst regional. Die Handvoll Haselnüsse, schon abgewogen, bereitgestellt und den Kakao. Oregano bin ich im großen Vorteil, habe ich aus Süditalien mitgebracht, genauso wie mein Olivenöl. Dann schmeckt es richtig lecker. Ja, und das heißt, wir starten jetzt mit der Vorspeise. Tomatensuppe mit dem Cashew-Parmesan. Okay, bereit? Los geht's. Gut, also wie gesagt, im ersten Schritt, wir haben hier das Wasser zum Kochen gebracht, schneide ich die Tomate ein und zwar wie so ein X hier unten und dann lege ich die Tomate einfach schon mal ins heiße Wasser und das mache ich natürlich jetzt mit allem, kurz einschneiden in das Wasser. Falls sich jemand gewundert hat, warum wir so viele Tomaten für die Vorspeise brauchen, wir haben uns mit Absicht für eine Tomatensuppe ohne Tomatenmark und passierten Tomaten entschieden, sondern wir benutzen eben nur frische Tomaten, damit es eben auch noch ein bisschen nach Italien schmeckt. Genau, und mir war es wichtig, dass der Geschmack und die italienische Küche zur Geltung kommt. Und Marianne, was war dir wichtig bei diesem Menü? Mir war es wichtig, dass es natürlich leichter und eben auch gesund ist, also dass wir gesunde Zutaten benutzen und eben auch einen Unterschied zu den klassischen Varianten machen, weil man soll schon auch wissen, dass es lecker und gesund eben in Kombination gibt. Genau, und ich denke auch, einfache, wenig verarbeitete Lebensmittel können voll und ganz schmecken, den Geschmack transportieren und ein hervorragendes Gericht bringen. Also man braucht jetzt keine Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker oder irgendwas, sondern einfach belassen und trotzdem wird das Ganze sehr, sehr lecker. Sie werden es ja dann selber sehen. So, die schälen sich schon, perfekt. Ich drehe sie nochmal um, weil unser Wasser nicht ganz... Mhm.
Also wir sehen hier die Tomaten, die beginnen sich jetzt schon zu schälen durch das heiße Wasser. Ich glaube, wir können sie rausholen, okay, oder? Mhm. Einmal in kaltes Wasser haben wir hier schon bereitgestellt, abschrecken. Und den Topf verwenden wir nachher gleich wieder für die Tomatensuppe, um eben die Zwiebeln anzuschlitzen, damit wir auch nicht so viel Geschirr haben. Genau, dann ist nämlich nachher auch nicht so unangenehm, so viel Geschirr wegzuräumen und aufzuräumen und wieder die Küche in Form zu bringen, sondern dann ist alles schon gleich gut verräumt. Magst du die abziehen? Okay, dann ziehe ich die ab. Und ich bereite schon mal den Topf vor. Wer sich an dem Strom hier in der Mitte stört, darf den natürlich gern entfernen. Die anderen lassen ihn stehen, da wir Biotomaten haben. So, ich habe den Topf hier schon mal auf mittlere Stufe wieder angestellt und mache jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl rein. Und ich habe in der Zeit alle Tomaten geschält. Wir brauchen sie ja später. Aber also du kannst sie gleich noch mal ein bisschen kleiner schneiden. Okay. Ein bisschen. Die Zwiebeln haben wir hier nicht unbedingt fein geschnitten, weil die Suppe wird ja nachher sowieso püriert. Das heißt, da braucht man sich auch gar nicht viel Arbeit machen, sondern kann die auch noch relativ grob lassen. Genau, und in der Zeit, in der Mariana jetzt den Topf mit dem Öl und den Zwiebeln vorbereitet, tue ich die Tomaten schon relativ klein schneiden. Also ich mache wirklich kleine Würfelchen. Ich meine, die Zeit besteht jetzt auch. Ich denke, die meisten sind auch zu zweit, sodass man sich die Arbeit jetzt gut aufteilen kann. Ich glaube, mein Öl ist jetzt warm. Deswegen tue ich mal die Zwiebeln dazu. Ah, perfekt. Das geht schon richtig. Ja, so muss ich das anhören. Und angeschwitzte Zwiebeln riechen natürlich gleich immer sehr lecker. Knoblauch ist ja auch immer so eine Geschmackssache, das heißt, da bleibt es natürlich auch Ihnen überlassen, ob Sie mehr Knoblauch oder auch ein bisschen weniger Knoblauch verwenden, je nachdem, wie Sie es sich mögen. So, ich schalte jetzt hier ein bisschen runter, dass die entspannt anschwitzen. Wie sollen sie denn sein? Also klassisch. Klassisch, okay. Klassisch die Zwiebeln anschwitzt und auch das Aroma natürlich auch rauskommt. Auch hier, es gibt ja auch Leute, die keine Zwiebel mögen. Dann kann man sie auch weglassen zur Not. Wobei sie natürlich schon einen guten Geschmack mitbringen. Gut, jetzt gibt man den Knoblauch dazu, so wie es einem beliebt. Also der ist gepresst, je nachdem. Alles oder geschmacksmäßig etwas weniger. Dann sehen unsere Zwiebeln eigentlich auch schon ganz gut aus. Mhm. Und wir können die Tomaten einmal dazu. Alle? Mhm. Auf einmal? Mhm. Okay. Perfekt, dann kommen auch schon die Gewürze mit dazu, der Oregano. Mariana, wie viel tue ich rein? Wir brauchen einen Teelöffel. Einen Teelöffel, gut. Jetzt mache ich das mal klassisch deutsch. Deutsch wäre so ungefähr ein Teelöffel, ja? So, so wäre das. Aber ich mache das immer italienisch, das heißt Pi mal Daumen. Das ist für mich so. So, wir brauchen 150 Milliliter Wasser. Aber das sieht ganz gut aus. Mhm. Und dann kann man auch schon die Gemüsebrühe mit reinrühren. Da ist es mir immer ganz wichtig, schauen Sie sich die Zutatenliste von einer Gemüsebrühe an, dass sie kein Hefeextrakt und optimalerweise kein Zucker beinhaltet. Bio-Qualität gibt es mittlerweile auch wirklich gute, die auch gute Zutaten enthalten haben und eben keine Zusatzstoffe, die nicht unbedingt benötigt werden. So, brauchen wir auch einen Teelöffel. Ja, okay, dann können wir es einmal umrühren. Du hast schon höher gemacht, gell? Perfekt. Ich habe schon noch 12. Mhm. So, jetzt würde ich das Ganze noch ein bisschen kochen lassen, bis die Tomaten wirklich auch durch und ja, gut gekocht sind. Was würdest du sagen, wie lange lassen wir es kochen? 5 Minuten. Okay. Wenn es richtig kocht. Ich behalte die Uhr im Auge. Gut. Perfekt. Dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Ja. Bevor wir es jetzt zumachen, packen wir noch den Basilikum mit dazu. So, ich mache hier einfach einen Strunk weg.
ganz rein. Wir pürieren sowieso. Den frühen. Und dann kann man es zumachen. Gut. Ab jetzt 5 Minuten. Mhm. Gut. Und dann sehen wir uns später wieder. Genau. Oder? Gut, wunderbar. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Glas Wein schon in der Hand. Wir werden jetzt die Tomatensuppe pürieren. Die ist richtig schön durchgekocht. Na, ich schalte sie auf kleine Stufe, dass sie noch ein bisschen weiter köchelt. Und wir schauen, wie das mit dem Pürieren und der weißen Küche heute so funktioniert. So, Gabel und Linkshänder. Na. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir den Cashew-Parmesan. Genau, und die Tomatensauce lassen wir jetzt noch ein bisschen köcheln. Da dickt genau. Das noch ein bisschen mehr ein. Genau. Magst du mir das dann? Ja, gerne. Gleich weg. Genau, dann machen wir Deckel nochmal drauf. Genau. Lassen das noch ein bisschen köcheln. Und wischen schon mal die roten Spritzer weg. Genau. So, also hier mache ich jetzt Stufe 3. So, wir haben uns gedacht, dass Sie auch ein bisschen was Neues hier erfahren und lernen. Nehmen wir keinen klassischen Parmesan, sondern diesen Cashew-Parmesan. Ich mag den sehr gerne, weil er sehr, sehr würzig ist. Einfach mal was anderes und gleichzeitig aber halt auch so ein bisschen ein Crunch, ein bisschen knusprig, was ich finde in Kombination mit einer Suppe super lecker funktioniert. Einfach alles in einen Mixer. Wer sich vielleicht gefragt hat, was Hefeflocken sind oder wer das noch nie gehört hat, das ist sozusagen ein getrockneter Hefepilz, der keine Funktion in dem Sinne mehr hat, also es ist nicht mehr aktiv, man könnte jetzt kein Brot damit backen, aber es wird gerade in der veganen oder in der vegetarischen im Bereich sehr oft genutzt, weil es so einen käsigen Geschmack ein bisschen vermittelt und kann man sehr lecker in Soßen oder auch über Gemüse einfach so drüber streuen oder eben heute für unseren Cashew-Käse benutzen. Ja, und für die Cashewnüsse habe ich die Cashewnüsse von Nussmart gewählt, weil sie sind meines Erachtens nach die besten, was die Qualität angeht. Wir haben hier Bio und Demeter, sage ich mal. Und sie sind geschmacklich einfach hervorragend und deshalb habe ich mich für diese Nüsse heute entschieden. Dann vorhin noch ein bisschen Salz. Mhm. Da steht ein Teelöffel, halber Teelöffel, Viertel Teelöffel. Und ich mache das auch mal wieder etwas italienisch und in italienischer Abend. So, das ist natürlich immer auch ein bisschen Geschmackssache. Aber natürlich darf das jeder wirklich ganz akkurat mit 1/4 Teelöffel machen, kein Thema. So. Aber ich denke immer, dieses bisschen Spontane und Lockere und vor allem, sie sollen auch ein bisschen Spaß dabei haben, entsteht, wenn man auch mal die 5 gerade sein lässt. Genau, so sehe ich das auch. Deswegen mixe ich den Cashew-Käse immer ein bisschen grober, also nicht ganz so fein. Wie gesagt, damit der Crunch noch übrig bleibt. Los geht's. Na, ein bisschen Gewürz. Perfekt. Genau, da möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz was sagen. Und normalerweise verwendet man einen Pecorino-Käse dazu. Der Pecorino, anders als der Parmesan, besteht nicht aus Kuhmilch, sondern aus Schaf- oder Ziegenmilch, je nachdem. Und wir versuchen Ihnen ja heute Abend einige Alternativen zur klassischen italienischen Küche aufzuzeigen und deshalb heute der Parmesan mit den Cashewnüssen statt mit dem Pecorino-Käse. Packe ich jetzt erstmal in eine Schüssel, sodass sich das nachher jeder nach Belieben und nach Geschmack über die Suppe streuen kann. Und ich glaube, dann können wir schon anrichten oder können wir schon mit der Vorspeise loslegen. Ich habe mich dafür entschieden, ein ganz kleines Gläschen zu nehmen, denn ich denke, es soll eine Vorspeise sein. Die Vorspeise soll eher etwas weniger sein. Und fülle das hier ab mit unserem Cashew-Käse. Das ist ein bisschen Geschmackssache, mehr oder weniger. Ich mag gerne etwas mehr. Und damit es richtig schön aussieht, schnappe ich mir hier nochmal so ein Blättchen
Basilikum? Ja, und das lässt sich doch zeigen. So, ja, servus auch von meiner Seite aus. Ich bin der Philipp Edel von der Weinhandlung Edel in Munderkinge und ich habe heute das Vergnügen, euch ein bisschen was über die Weine zu erzählen, die bei euch mit im Paket enthalten waren. Die haben wir natürlich ganz nach dem Menü abgestimmt. Vor mir köchelt jetzt schon die Tomatensuppe, auf die ich mich auch gleich freue, wenn sie dann fertig ist. Ich habe nämlich ganz schön Hunger heute mitgebracht. Aber jetzt soll ich sagen, weil das Ganze darf ja nicht eine trockene Veranstaltung sein, sondern man kommt ja auch erst so richtig in den Schwung und man traut sich auch viel mehr beim Würzen, wenn vielleicht schon das erste Viertel im Magen ist. Dementsprechend ungewöhnlich, wir fangen an mit dem Rotwein. Wird wahrscheinlich für die meisten eine kleine Überraschung sein. Woran liegt das? Wir haben ja im ersten Gang dominiert ja die Tomate-Aromate. Und Tomate ist an sich ein relativ, ja, nicht schwierig, aber es ist schon eine Herausforderung, Tomatengerichte mit Wein zusammenzubringen. Warum ist das so? Die Tomate ist sehr säuredominiert, also Tomaten haben an sich einfach, bringen die eine schöne Säure mit, deswegen mag man sie ja auch gerade im Sommer, es vermitteln einfach Frische und Lebendigkeit. Was passt jetzt hier dazu ganz hervorragend? Also im Endeffekt, wir haben heute drei Weine von der Tenuta Bel Col. Wir sind komplett in Italien, in Norditalien. Natürlich italienisches Menü, muss man natürlich auch italienische Weine dazu trinken. Und gerade hier im Piemont, wo eben, sag mal, aus Italien so großartige Produkte schon allein herkommen, also Stichwort Trüffel, Stichwort Wein natürlich, Haselnüsse, also in Piemont wächst einfach sehr viel Gutes auf einem Fleck und da gibt es eben auch wahnsinnig tolle Tomaten, ne? Die eben jetzt so nicht so brutal süß sind, wie jetzt vielleicht in Süditalien unten, weil man hätte mal nochmal deutlich mehr Hitze haben, aber hier hat man wirklich auch schon richtig tolle Grundprodukte und dementsprechend hat man hier auch oft die Herausforderung, das ein bisschen, ja, im Pairing zusammenzubringen. Wir haben jetzt einen Barbera im Glas. Barbera ist die Rebsorte. Barbera wird den meisten ein Begriff sein. War früher ja ein ganz häufig getrunkener Wein. Wenn ich mit meinem Opa über seine Zeit im Geschäft schwätze, dann sagt er immer, ja, Barbera haben wir früher paletteweise verkauft. Das hat einen riesen Boom gehabt. Dann hat es mal einen Fälscherskandal gegeben. Das ist komplett eingebrochen und jetzt mittlerweile haben wir aber wieder richtige Qualitätsweine aus dem Gebiet. Großartige Geschichten, die vor allem in der Jugend total zugänglich sind. Ja. Im Piemont ist der Barolo eigentlich der alles beherrschende Wein und Barolo ist aber in der Jugend immer sehr ruppig, hat viel Tannin, viel Gerbstoff und ist auch gar nicht so zugänglich. Ja. Also da wartet man eigentlich am besten immer so 10 Jährchen, bis das Ding mal wirklich aus dem Pott rauskommt. Anders beim Barbera. Der Barbera kann zwar auch lagerfähig sein, aber am schönsten finde ich ihn eigentlich, wenn er schön auf der primären Frucht liegt. Ja, dieses schön kirschige, vielleicht was Würziges. Er hat aber nicht so viel Gerbstoff, dass er uns jetzt irgendwie müde machen würde oder bitter sein. Und deswegen diese fruchtige Aromatik, die wir jetzt eben im Barbera haben, die passt ganz wundervoll zur Tomatensuppe. Und da wünsche ich ganz viel Spaß damit. Sehr zum Wohl. Ja, nicht geizig sein mit dem Wein, das soll ja Spaß machen und dementsprechend. Tschüss, bis nachher. Ja, wir sind jetzt beim Hauptgericht angekommen. Ich habe das Spaghetti-Wasser schon zum Kochen gebracht. Ich stelle jetzt noch einmal hoch, damit es wirklich sprudelt. Und mein Tipp, wenn das Wasser dann richtig kocht, dann bitte erst das Salz dazugeben, sonst bilden sich so Belege unten auf dem Boden. Und so kann sich das Salz dann auch gut auflösen. Auch hier, ihr seht, ich meine, ich koche viel Pasta. Ich habe da ein Gefühl dafür, wie viel Salz da reinkommt. Ich lasse das jetzt nochmal kräftig aufkochen und in der Zeit übergebe ich an Mariana. Genau, wer sich gewundert hat, warum wir so wenige Spaghetti haben, so wenig Nudeln, der hat sich hoffentlich schon mal die Karotten angeschaut. Wir haben 4 ganze Karotten und man muss die natürlich erstmal in Nudelform verwandeln. Ich habe unterschiedliche Schäler, im Rezept steht Sparschäler, das ist quasi so ein klassischer. Damit bekommt man hier, ich würde sie jetzt als Bandnudeln, darf man sowas sagen, als Bandnudeln beschreiben, so
bisschen breitere, dickere. Es gibt mittlerweile ja aber auch schon viele Schäler im Handel, die jetzt wirklich Nudeln herstellen. Ich habe jetzt mal einen als Beispiel mitgebracht. Vielleicht haben Sie sowas ja auch zu Hause. Damit bekommt man jetzt ein bisschen dünnere Nudeln hin. Wobei ich finde, dass es so auch super lecker ist und natürlich auch das Pesto nachher gut aufnimmt. Ich zeige jetzt nochmal den Unterschied. Heißt, mit diesem Schäler hier, der verwandelt die dann quasi gleich in, naja, Spaghetti könnte man sie nicht nennen, aber in dünnere Nudeln. Und so kann man natürlich auch ein bisschen mit der Optik spielen. Sieht natürlich dann anders aus. Schneller geht es natürlich mit so einem klassischen Sparschäler. Und wie wenn Sie schälen würden, die Karotte, bis quasi auf das mittlere durch. Und dann haben wir schon eine ordentliche Portion Karottennudeln. Und es soll ja auch ein bisschen leichter, ein bisschen kalorienärmer sein. Und das mit einer Gemüsebeilage und trotzdem Nudeln, finde ich, haben wir eine super Kombination und vielleicht auch ein super Kompromiss. So hat jeder was. Und ich habe extra für heute Vollkornnudeln gewählt. Natürlich gehen auch ganz normale Hartweizennudeln. Hier haben wir natürlich einen höheren Ballaststoffanteil. Das heißt, die Verdauung wird stärker angeregt. Der Verdauungsprozess geht etwas länger. Die Mineralstoffe sind mehr. Wenn Sie sich wundern, warum ich die Spaghetti noch nicht ins Wasser tue, ich finde, die Spaghetti sollten al dente sein. Das bedeutet für mich maximal 7 Minuten. Wenn Sie es natürlich weicher möchten, die Nudel, dann können Sie die Nudel gern jetzt schon reingeben. Ich warte noch ein bisschen, bis alles wirklich im Prozess ist, damit die Nudeln dann auch wirklich al dente aus dem Wasser kommen. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich weiß, hier isst man die Nudel eher weicher. Ich mag sie gern bissfest, dass die Mitte noch nicht angekocht ist. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Gut, nächster Schritt. Wir bereiten das Pesto vor. Dazu das Olivenöl in die Pfanne, in den Topf, je nachdem. Ich stelle hier unten die Hitze noch mal deutlich höher. Ja, da der Topf jetzt schon auf der heißen Platte stand, kann ich hier schon loslegen. Ich tue die Pinienkörner in das heiße Öl. Und hier jetzt wirklich ständig wenden und drehen, dass sie bei starker Hitze nicht anbrennen, sondern wirklich nur angeröstet werden. Während du hier röstest, kann ich ja schon mal die restlichen Zutaten in den Mixer packen. Genau, ich möchte nur was sagen zum Thema richtiges Pesto. Ein richtiges Pesto benötige ich original Olivenöl und Pinienkörner und normalerweise Pecorino und in unserem Fall diesen Cashewkäse. So, ich starte jetzt mal rüber zum Mixer mit unserem Basilikum. Der muss natürlich frisch sein, damit wir auch eine gute Substanz später bekommen. Dann kommt unser guter Cashewkäse von vorhin dazu. Und wir brauchen natürlich ordentlich Olivenöl, damit das Ganze auch schön cremig und für die Nudeln einfach auch eine gute Soße für die Nudeln nachher gibt. So, und während Mariana jetzt startet, starte ich mit den Nudeln, denn ich denke, wir werden den Punkt genau hier dann fertig. Also die Nudeln in das kochend heiße Wasser geben. Wichtig jetzt, einen kurzen Moment warten, dass das Wasser ganz richtig sprudelt und dann die Nudeln schon nach und nach nach unten drücken. Gut, dann etwas zurückschalten, dass es hier nicht überkocht. Hier trotzdem weiter. Genau, die brauchst du jetzt, gell? Mhm. Mit dem Karotten warten wir auch noch ein bisschen. Die kommen erst nachher dazu, weil die müssen nur ein klein bisschen mitgaren. Ich bring die hier gleich rein zu dir. Ja? Ich kann auch ein bisschen. Okay, vielen Dank. Okay. So, immer wieder umrühren. Wichtig, dass die Nudeln nicht auf dem Boden klebt und miteinander verklebt. Dann starte ich jetzt mit dem Mixer. Selbstverständlich könnte man auch Pesto kaufen,
aber der frische Geschmack und Geruch von frischem Basilikum, den kann man einfach nicht in einem Glas finden. Und ich denke mal, Jana, wer es noch cremiger möchte, nimmt noch etwas mehr Olivenöl, oder? Genau. Es sieht gut aus und es riecht gut. Sollen wir beide mal versuchen? Aha, können wir machen. Ja. Wie viele Minuten haben deine Nudeln noch? Ich denke 3. Dann können wir in circa einer Minute die Karotten dazu. Ja. Jetzt mixe ich noch einmal durch. Okay. Dann versuchen wir das mal. Mhm. Du oder ich? Zusammen. Wir haben jetzt auch noch nichts gewürzt. Der Knoblauch ist drin, Basilikum. Ich probiere auch mal. Was sagst du? Super. Sehr, sehr lecker. Mhm. Richtig gut. Ja, also ich finde, muss man auch nicht nachwürzen, gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Und hat für mich auch wieder ein bisschen kerniger. Mhm. Kräftig, würzig und passt hervorragend zu den Nudeln. Genau, ich kann es mir auch richtig gut mit den Nudeln vorstellen. Mhm. Okay, dann stellen wir es noch beiseite. Und ich schaue nochmal nach den Nudeln so lange. Packen jetzt die Karotten dazu. Genau, lass mich nochmal ganz kurz prüfen, wie weit die Nudeln sind. Macht man denn in Italien den Anti-Bandwerf-Test? Sicher gibt es welche, die das machen. Wir machen das jetzt hier nicht. Wir haben gar keine Wand. Ich brauche noch... Sie sind fast fertig. Eine Minute brauche ich noch. Du kannst die Karotten noch reintun. Mhm, perfekt. Aber natürlich darf man jetzt auch eine Nudel oder zwei rausnehmen und versuchen, ob sie bissfest sind oder genau richtig für die Person. Ich würde sagen, wir erhitzen das Ganze noch einmal. Gut, wie lange würdest du die Karotten drin lassen? Das spielt keine Rolle. Da sie jetzt relativ dünn geschält wurden oder gehobelt wurden, reichen es 1-2 Minuten. Mhm. Würdest du jetzt hier noch mal etwas nachsalzen? Ich selber mag eher weniger Salz. Mhm. Ist natürlich auch ein bisschen gesünder, wenn man so ein ganzes Menü hat. Deswegen finde ich, passt das auch. Also ich würde sagen, wir nehmen das jetzt raus. Okay. Passt das für dich? Für mich sind die Nudeln zu fest. Aber wie du sagst, dadurch ist der glykämische Index niedriger. So. Perfekt. Und dann ist die in der Nudel nämlich auch nicht so schlimm. Dann müssen wir die Kohlenhydrate nicht ganz so sehr verteufeln. Okay, ja. Sieb habe ich bereitgestellt. Gut. Jetzt macht man das eigentlich so, dass man die Nudeln nochmal in das Öl zurückbringt. Das warme, heiße Öl, in dem vorher die Pinienkörner geröstet wurden. Natürlich kann man jetzt auch hier deutlich mehr Öl noch nehmen. Dann kann man den Pesto in die Nudeln reinmischen, warum nicht? Oder ganz separat und jetzt etwas Pesto drauf. Was ist etwas bei dir? Geschmackssache. Wer gern mehr mag, nimmt mehr. Also für mich darf es gern noch ein Esslöffel mehr sein. Vielen Dank. So. Jawohl. Und auch hier würde ich sagen, das Auge ist mit. Magst du denn noch ein bisschen Parmesan drüber? Oh ja, sehr gern. Genau, unser Cashew-Parmesan. Und das sieht doch hervorragend aus. Ich hoffe, ihr habt eure Teller schön angerichtet mit der Hauptspeise und genießt jetzt die tolle Pasta mit dem Pesto zusammen. Und wie ihr euch gedacht habt, wir machen jetzt weiter mit dem Arnés immer noch. Wie gesagt, wir sind heute bei einem Weingut, die Tenute del Col mit dem Roero Arnés. Werden wir jetzt zusammen verkosten. Und ich erzähle euch jetzt einfach so ein bisschen was drüber, warum ich jetzt gerade den Wein ausgesucht habe für den Hauptgang. Also im Endeffekt ist es so, ich verbinde eigentlich Pesto und gerade auch gemüsige Gerichte eigentlich immer sehr stark mit dem Sommer. Diese Leichtigkeit und dann auch oft eben mit der mediterranen Küche, die wir jetzt ja unzweifelhaft auf dem Teller haben.
Und das ist dann aber auch immer gleich in meinem Hirn mit Urlaub verknüpft. Ich sitze im Piemont in La Mora auf einem Balkon, überblicke das Gebiet und habe dann so einen wunderbaren Pasta-Teller vor mir. Dann will ich eigentlich ein schön gekühltes Glas Weißwein haben, das das Ganze dann begleitet. Wir haben hier auch sehr eher leichtere, zartere Aromen, wenig wirklich stark übertrieben geröstetes, also wenig Gerbstoff sozusagen mit drin, sondern das soll ja wirklich ein bisschen die Leichtigkeit des Seins nachher auch widerspiegeln. Und dementsprechend hat man im Piemont eigentlich eine wunderschöne Rebsorte, und zwar den Arnais. Arnais bringt Weine hervor, die eigentlich immer, ja, jetzt nicht vom Alkohol leicht sind, weil das ist immer noch ein warmes Gebiet. Man ist schon so bei 12,5 bis 13,5% Alkohol nachher im Glas. Aber in der Aromatik sind es eben etwas leichtere Weine. Also das ist jetzt nicht einnehmend, macht einen nicht fertig sozusagen, nimmt den Gaumen nicht voll ein, was ja auch, sag ich mal, blöd wäre, weil dann wird man von unserem schönen Hauptgang ja auch gar nichts mehr schmecken, sondern das soll ja im Endeffekt unterstützen. Wir haben hier ein Pesto vor uns. Das Pesto hat einen gewissen Olivenölanteil, also wir haben ein bisschen Fett auch mit drin. Die Nüsse haben natürlich auch eine sehr eigene Aromatik. Dementsprechend brauchen wir eigentlich was so ein bisschen Leichtigkeit noch verleiht. Und Arnais bringt einfach eine schöne, so eine leichte Portion Säure mit. Nicht, dass der Wein sauer ist, weil da sind ja sehr viele sehr empfindlich, das meine ich damit nicht, aber etwas Säure im Wein verleiht einfach frische Eleganz und macht das Ganze auch einfach leicht zu trinken. Und wenn man hier schon mal reinriecht, ich finde, da hat man auch so was leicht Nussiges, ganz typisch für den Arnais, so ein bisschen Haselnusscharakter, was leicht so weiße Blütenaromatik, bisschen was Birniges ist mit drin. Und im Gaumen ist dann wunderbar saftig. Ja, das macht eigentlich mehr Durst, als dass es den Durst stillt. Und so, finde ich, muss es bei einem guten Wein auch sein. Nicht, weil ich jetzt ein Weinhändler bin und meine, ich müsste wahnsinnig viel Wein jetzt verkaufen, sondern ich finde, Trinkfreude, das ist das, worum es bei Wein eigentlich geht. Es ist jetzt kein stupides alkoholisches Getränk, das man halt in sich reinschüttet, damit man nachher den Effekt hat. Nee, es ist eigentlich was Lebensfreude, was auch so ein bisschen Kopfkino auch verursachen kann. Und wenn ich jetzt hier die Pasta vor mir habe und so ein bisschen in diesen Wein reinrieche, dann bin ich eigentlich gedanklich sofort wieder im sanfthügeligen Piemont und sehe die Weinberge vor mir. Und ich hoffe, dass diese Assoziation auch so ein bisschen bei Ihnen ankommt. Wünsche Ihnen ganz viel Spaß und wir sehen uns nachher nochmal mit der Nachspeise. Tschüss. So, wir sind wieder zurück zu unserem letzten Gang, und zwar dem Dessert, meinem Lieblingsgang. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe es gerne einfach, deswegen haben wir uns auch für ein einfaches Dessert entschieden, was auch nicht viel Aufwand bedeutet. Und da ich so gerne Desserts esse, versuche ich immer ein bisschen was Gesünderes zu machen, weil eben die meisten Desserts direkt auf die Hüften wandern. So, wir starten in dem Fall mit der Avocado, wobei Steffi schon bereitsteht. Im Rezept steht etwas Vanille. Sie dürfen sich natürlich wählen, in welcher Form die Vanille bei Ihnen in das Dessert kommt. Es gibt Extrakt, es gibt so kleine Fläschchen, es gibt auch hier die richtige Vanille. Das ist immer so ein bisschen eine Preisfrage natürlich auch. Was ich nicht empfehle, ist natürlich Vanillezucker, weil das ist mehr Zucker als Vanille. Deswegen beschränken wir uns hier auf den Vanillegeschmack. Steffi, würdest du mir die Vanilleschote auskratzen? Klar. Perfekt. Ich öffne so lang schon mal die Avocado. Man darf natürlich immer nicht vergessen, Avocado ist natürlich gesundes Fett, aber die hat halt schon auch ein bisschen Kalorien. Deswegen betrachten wir sie jetzt hier mal als Dessert und als Ausnahme. Das Dessert geht natürlich auch immer, wenn man so zwischendrin mal Lust auf was Süßes hat, aber man sollte es schon bewusst essen. So, die hier sieht richtig gut aus, richtig schön grün, sie ist auch gut reif. Den Kern einmal rausdrehen, mit einem Löffel das Fruchtfleisch direkt in den Mixer. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir haben jetzt zwar hier Fett, sparen uns aber im Vergleich zur Sahne natürlich tierisches Fett. Das heißt, wir beschränken uns auf pflanzliches Fett, was besser für die Arterien und grundsätzlich auch für das Cholesterin im Blut ist. Das heißt, einfach ein bisschen gesünder und bewusster. Die restlichen Zutaten
kommen einfach mit rein. Die Datteln haben wir ein bisschen eingeweicht. In ihrem Paket sind schon Soft-Datteln. Das heißt, die sind schon relativ weich. Grundsätzlich tut sich der Mixer einfach leichter, wenn die Datteln ein bisschen weicher sind. Vanille kommt direkt mit rein. Die Dattel benutze ich grundsätzlich gerne als Süßungsmittel, egal wofür, weil sie eben ein natürliches Süßungsmittel ist und weil sie auch eine gewisse Struktur gibt. Also sie sorgt hier auch für die Festigkeit. Ich denke, die bringt bestimmt auch viele Ballaststoffe mit sich, die natürlich dann super gut für die Verdauung sind, oder? Genau, so hat man ein Dessert mit Vorteilen. So, Kakao, ganz wichtig, keinen Kaba. Kaba bedeutet immer mit Zucker. Hier muss ich kurz einschreiben. Ja. Das sind die Haselnüsse aus dem Piemont, handgeröstet und passen insofern natürlich wieder super gut. Also wie gesagt, einfacher geht's kaum. Alles rein in den Mixer. Wir legen jetzt wieder los. Optimalerweise höchste Stufe, um natürlich auch eine gewisse Cremigkeit zu erreichen. Es riecht schon, man könnte es direkt so essen. Es riecht schon sehr lecker. Steffi, wenn du magst, kannst du für die Deko noch ein paar Haselnüsse klein hacken. Ja. So, zwischendurch immer mal ein bisschen durchrühren, wenn die Masse am Rand kleben bleibt. Aha. Okay, ich würde sagen, unsere Creme hat eine richtig gute Konsistenz bekommen. Ich zeige sie mal. Hier mag ich es gerne richtig schön durchgemixt, also dass wenig Stücke drin sind. Mhm. Riech mal. Richtig schön nussig. Genau, nussig, schokoladig. Perfekt. So, du hast schon Schälchen hingerichtet. Ja. Ich finde, oft ist es so, wenn man ein Mehrgänge-Menü isst, ist man dann danach auch so ein bisschen, erschlagen. Man hat einfach viel gegessen. Und ich würde behaupten, das ist heute nicht der Fall. Das heißt, man hat lecker gegessen, man hatte einen schönen Abend und fühlt sich danach vielleicht immer noch leicht, belebt, leicht nicht müde. Genau, eben nicht erschlagen. Und das war ja, würde ich sagen, auch unser Ziel. Einmal die Deko drauf. Die Deko? Verstreue ich einfach auf dem Dessert. Perfekt. So, das Finale. Im Endeffekt auch schon vor euch auf den Tellern, aber jetzt natürlich auch noch muss das Ganze noch in die Gläser transportiert werden. Zur Nachspeise haben wir ein Moscato d'Asti, natürlich wieder von der Tenuta Bel Col. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe noch gar nicht erzählt, wo wir uns jetzt eigentlich gerade befinden. Das Piemont ist ja jetzt auch nicht wirklich klein. Ja. Dementsprechend, wir sind jetzt hier direkt mehr oder weniger bei der Stadt Alba. Alba wird vielen Begriff sein. Dort sitzt zum Beispiel Ferrero für die Nutella-Fans. Ja, Alba ist so ein bisschen, würde ich sagen, die Genusshauptstadt des Piemonts. Wenn man ein bisschen weiter südlich geht, fängt dann auch relativ schnell das Gebiet Barolo an. Für die, die den Wein Barolo kennen, wird oft verwechselt. Also Barolo ist keine Rebsorte und auch nicht der Name eines Weins. Das ist erstmal der Name einer Stadt. Und die Weinberge, die eben den Gemeinden um Barolo zugeordnet sind, die in dieses Gebiet Barolo reinzählen, dürfen eben verwendet werden, um dann nachher den Wein Barolo zu erzeugen. Aber das ist jetzt keine eigene Rebsorte oder so eine Geschichte. Die Tenuta Bel Col sitzt eigentlich am Rande des Barolo-Gebiets, ist noch drin mit ihren Weinbergen. Wir sind hier an der südöstlichen Grenze des Barolo-Gebiets. Das Städtchen heißt Verduno. Den Weinfreaks wird es was sagen. Dort sind sehr, sehr namenhafte Winzer auch unterwegs. Was ich an der Tenuta Bel Col einfach immer sehr schön finde, während die, blöd gesagt, die Champions League der Winzer in zum Teil astronomischen Preisgefügen unterwegs sind. Ja, da fangen zum Teil Basisweine ab 50 Euro die Flasche an. Natürlich machen mir solche Weine auch Spaß, aber jeden Tag kann man das auch nicht trinken. Und die Tenuta Bel Col schafft eben großartige Weine auf die Flasche zu bringen, die aber dann auch noch irgendwo erschwinglich sind. Und das finde ich eben auch immer ganz wichtig.
Moscato d'Asti. Wir sind hier jetzt mit den Weinbergen nicht mehr im Gebiet um Alba, sondern wir sind bei der Stadt Asti, wie sich viele schon gedacht haben. Asti, ja, steht leider so oft ein bisschen im Verruf, liegt auch oft daran, eben es gibt viel Massenware auf dem Markt, meistens in einer Sektflasche gefüllt, die dann, ja, für viele Leute ist es oft der Grund für den Kater. Dann sagt man mal, oh, ich trinke kein Asti, da kriege ich nur einen Kater. Das liegt dann aber meistens eher, dass das Grundprodukt jetzt nicht so das Gelbe vom Ei war. Nee, man kann das auch in sehr, sehr gut machen und die Tenuta bei Colm macht das sehr, sehr ambitioniert. Hier haben wir sogar eine einzelne Lage. Also oft ist eben Asti kommt aus mehreren Weinbergen übers Gebiet verteilt und das wird dann im Endeffekt küvettiert. Hier ist es wirklich ein einzelner Weinberg. Wenn wir das Ganze mal öffnen. Was ich auch immer sehr sympathisch finde, wir haben hier das Ganze in der Weinflasche gefüllt mit dem normalen Weinkorken verschlossen. Das ist auch für den Konsumenten, sollte das sehr erfreulich sein, denn so fällt keine Sektsteuer an. Auf jede Flasche, die mit einem Kronkorken oder keinem Kronkorken, einem Sektverschluss verschlossen ist, mit einer Agraffe, fallen 1 Euro Sektsteuer an, egal wo das Zeug herkommt. Und wenn man das in so eine Flasche füllt mit einem normalen Korken, kann man diese Sektsteuer eben umgehen. Das heißt, man hat hier mehr Produkt im Glas und finanziert nicht die deutsche Kriegsmarine, denn dafür ist die Sektsteuer bis heute noch gebunden. Wir schenken das Ganze mal ein. Asti ist immer etwas sprudelnd. Ich finde es, man kann es auf 2 Seiten ganz hervorragend einsetzen. Einmal als Aperitif, auch gerne auf Eis getrunken. Das kann so schön den Abend einleiten. Oder eben, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Nachspeise. Wenn man hier reinriecht, man hat so schön, ja, so ein bisschen muskatige Aromen, daher kommt das Ganze ja. Wer schon mal eine Muskattraube, gibt es ja oft im Supermarkt auch als Speisetraube gegessen hat. Das ist so eine ganz eigene Aromatik. Und jetzt in Verbindung mit der Schokolade, die wir nachher haben, diese wunderschöne Süße, hat aber Säure, es wirkt nicht plump, es wirkt nicht ermüdend. Das Schlimmste, was man über einen Süßwein sagen kann, ist, ach, das eine Gläschen war nett. Aber wenn ich mehr trinke, dann fällt mir quasi ein Bein ab. Nee, so wollen wir das nicht haben, sondern es muss lebendig sein, es muss trinkig sein, es muss Spaß machen. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, kommt mal bei uns vorbei. Und ich wünsche euch was. Frohe Ostern und macht's gut. Tschüss. Ja, herzlichen Dank, dass ihr uns heute Abend begleitet habt. War sehr schön, sehr spannend, sehr interessant. Vieles Neues für mich, wie hoffentlich auch für euch. Ich fand, es war ein sehr gelungener Abend. Herzlichen Dank, Philipp und Mariana, für die Begleitung. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wir haben sehr lecker gegessen. Ich hoffe, euch hat es auch zu Hause geschmeckt. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet einen sehr schönen, begleiteten Abend, der einfach mal was anderes war, passend zu Ostern, auch mal ein bisschen gefeiert und ein bisschen mit Genuss untermalt. Und in dem Sinn wünschen wir euch frohe Ostern. Genau, ein glückliches Händchen mit Osterhase. Was heißt denn frohe Ostern auf Italienisch? Buona Pasqua. Ja, und einen schönen Abend noch, oder? Genau. Macht's gut. Tschüss.